Hi, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Ich killer erstmal meine Kalendereinlagen leer, weil ich da total mit Tinte rumgeschweinert habe. Ja, diese Woche gibt es ein Voice-Over. Und warum gibt es ein Voice-Over? Ganz einfacher Grund, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich wollte einfach mal, ohne zu reden, ganz gemütlich meine Kalendereinlagen dekorieren und euch danach erzählen, was der Plan dahinter war und warum ich mir das so gedacht habe, wie ich es mir gedacht habe. Ja, lief ganz gut, wenn ich es jetzt nicht verkacke. Ja, es geht diese Woche um Wolverine. Ich habe mich ja sehr lange um diese Wochendekoration gedrückt, also nicht um die Wolverine-Deko, sondern um die aktuelle Deko, einfach weil ich keine Inspiration hatte und mir nichts eingefallen ist. Und wir waren aber gestern im Kino und haben die Preview zu Logan geguckt. Ein krönender Abschluss übrigens. Ich will nicht spoilern, aber ich fand es ziemlich gut. Und ja, genau. Und da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren und ich dachte mir, hey, komm jetzt, dazu fällt dir doch garantiert was ein. Und weil ich das Ganze auch so ein bisschen den Comics nahehalten wollte, habe ich einfach ja die Hintergrundfarbe gelb gemacht. Quasi wie auch der Anzug von Wolverine ist. Und das finde ich harmoniert eigentlich ganz gut, auch mit dem Schwarz. Ich wollte auf jeden Fall Krallen, die durchs Papier fahren. Und das ist das, was ich da gerade zeichne. Und ja, die will ich später noch, also die Kratzer will ich später noch mit Rot ausmalen. Und weil ich es aber irgendwie ein bisschen langweilig fand, nur diese Kratzer durchs Papier, habe ich überlegt, noch das X-Men-Logo dahinter zu zeichnen. Und das tue ich da wohl auch gerade. Und ja, weil ich fand halt, Logan war auch immer der Mega-Rebell. Der hat zwar bei den X-Men mitgemacht, aber immer eher so halbherzig und wollte dann eher doch sein eigenes Ding durchziehen, weil er aber ein guter Kerl ist und ne, weil er die Leute da einfach nicht hängen lassen kann, hat er sich halt immer mal wieder dazu bereit erklärt, dort mit zu wirken, weiß ich nicht, sich dafür zu prostituieren. Und ja, deswegen fand ich die Krallen durch das X-Men-Logo eigentlich ziemlich gut, weil das auch so ein bisschen für seine rebellische Ader steht. Ja, das war der große Plan, der sich irgendwie während der Dekoration weiterentwickelt hat, womit ich übrigens sehr zufrieden bin. Genau, hab mal wieder viel mit meinen Acrylfarben gemacht und habe es mega genossen. Ich fand's toll. Genau, habe die eine Seite von dem X-Men-Logo eher deckend gezeichnet und die andere eher ein bisschen lasierend und wollte das quasi auch, dass es das so ein bisschen aquarellig aussieht. Ja, später werde ich dann quasi auch noch die Krallen ausmalen und ja, habe einfach nur gehofft, dass das farblich alles ein bisschen harmonisch aussieht. Und weil ich auch unbedingt ein bisschen mehr Rot mit reinbringen wollte, habe ich dann zum Schluss hoch, da habe ich das Licht angemacht. Ja, es ging übrigens die Welt unter, als ich die Dekoration gemacht habe und es wurde stockfinster in der Bude. Ja, ich habe dann halt noch Logan drüber geschrieben mit Rot, auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen Graffiti-Style, ein bisschen wie an die Wand geschmiert. Ich fand, das passt einfach dazu und füllte auch die Deko sehr schön. Deswegen war ich damit unglaublich zufrieden. Ja, gibt es eigentlich noch viel zu erzählen? Irgendwie nicht. So, das wäre es dann eigentlich gewesen. Ich zeige euch gleich meine Deko, wie sie dann fertig ist und bereit für den Planer. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Voice-Over. No? So, ihr Lieben, mein Werk ist fertig und ich bin sehr zufrieden und es gefällt mir super gut. Ich habe die Krallen hier unten noch mit Silber embossed und es gefällt mir wirklich. Das ist ziemlich cool, weil es jetzt tatsächlich ein bisschen nach Metall aussieht. Ich gucke gerade, ob ihr das sehen könnt. Ja, so ein bisschen. Jedenfalls, ja, glaube ich, es wird Logan, Wolverine, James in irgendeiner Art und Weise gerecht.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Das Ding kann in den Planer. So. Und es ist auf jeden Fall mal wieder eine Deko, die voll nach meinem Stil und Geschmack ist. Und ja, ich bin unglaublich zufrieden. Ich freue mich total. Dann sehen wir uns bei der nächsten Dekoration. Bis die Tage. Tschaußenklausen.